Und damit begrüße ich euch zurück im schönen Lillehammer. Wir starten jetzt zum zweiten Teil vom Runde 1, also quasi vom Achtelfinale. Florian Harrer sehen wir schon in den Startlöchern als 72. wird er hier gelistet. Eigentlich führt er aber quasi die Wertung an bei uns mit 447,3 Punkten. Ich habe das natürlich jetzt ausgerechnet, weil das Spiel es leider nicht mit übernimmt, was ziemlich bescheuert ist. Auf Platz 2 ist Noah Schaar mit 432,3 Punkten. Dahinter kommen James Solier mit 429,1 und Tommy Mehr ist leider auf dem letzten Platz bislang mit 426,5 Punkten. Also, bislang ist noch alles offen. Jetzt schöne Bedingungen, relativ windstill. Ja, und schon kommt der Wind natürlich ein wenig. Das schöne Windkondom wieder links auf der Seite. So, wir starten auf jeden Fall mal in die Qualifikation. Da können wir, wie gesagt, immer noch ein bisschen quatschen. Nicht ganz optimal, dass die Punkte nicht mit übernommen werden. Wie gesagt, muss ich halt selber ein bisschen rechnen, aber ich werde es auf jeden Fall dann immer einblenden. Stürzen sollten wir nicht, weil ansonsten die Qualifikation im Popo ist. So, 108,6 Punkte. Dabei habe ich jetzt nicht das Maximum rausgeholt. Wie gesagt, das reicht ja, wenn wir uns qualifizieren. Da wollen wir kein Risiko eingehen. Wird natürlich noch spannend. Also Heinrich Harrer, Florian Harrer hat sich natürlich schon einen kleinen Vorsprung rausgesprungen. Sind 15 Punkte auf den Zweitplatzierten. Also um sich zu qualifizieren, hat er sogar 18 Punkte Vorsprung auf James Solier. Da kann er sich auf jeden Fall einen kleinen Fauxpas leisten, den sich ja Tommy Mehr und James Solier auch schon geleistet haben. Daher liegen sie momentan hinten, aber ist alles noch eng zusammen. Also von Platz 2 bis 4 sind es nur 6 Punkte. Da geht noch einiges. Oh, der war ziemlich gut getroffen. Können wir schon mal schauen, wie weit es gehen kann. Boah, das war ein bisschen übertrieben jetzt für die Qualifikation, die Landung im allerletzten Moment. Das Profi-Cockpit konnte ich natürlich noch nicht umstellen, weil ich hier aus dem Schnellstartspiel nicht rausgehen kann. Also ich kann jetzt keine Pause machen oder sonst irgendwas, sondern ich muss es an einem Stück aufnehmen. So, 109,8, das war, glaube ich, nochmal leicht besser als Florian Harrer. James Solé kommt auch noch direkt hinten dran. Da hinten das wunderschöne Atomkraftwerk von Lillehammer, man kennt es ja. Damals bei den Olympischen Spielen gebaut. Keine Ahnung. So, mal schauen, was geht. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Leichte Seitenlage, ein bisschen Korrektur. Jetzt liegt man gut in der Luft. Und uiuiui, der ging richtig gut. Ein bisschen schräg abgesprungen, wie man auch an dem Ball sieht. Aber 114 Punkte, das wird auf jeden Fall für den zweiten Durchgang jetzt mal so unser Richtwert sein. 117,5. Und Tommy Mehr lag auch nach dem ersten Springen gar nicht vorne, wie ich fälschlicherweise die ganze Zeit beim zweiten Springen eben erzählt habe, sondern der gute Heinrich Harrer lag die ganze Zeit vorne. So, ja, komm, den nehmen wir mit. Wollen ja alle Springer dann auch mit ganz guten Richtwerten haben. Jetzt dreht es auch gerade so leicht in Aufwind und jetzt dreht schon wieder zu Seitenwind. Ist aber ganz schön, dass der Wind hier nicht so doll reinpfeift. Macht mehr Spaß zu springen. Oh, der war sehr schön. War, glaube ich, sogar noch mal weiter. 119 Meter, 115,7 Punkte. Also so die 115 Punkte können wir im zweiten Durchgang mal anpeilen. Jetzt wird es ja gleich wieder etwas kürzer werden. So, das reicht sogar für die Führung. Wahrscheinlich aber nicht bis zum Ende ganz genau. Adam Morlisch gewinnt vor Janne Ahon und Andy Witthölzl. Dann Tommy Mehr auf Platz 4. James Solier auf 6. Noah Schaar auf 8. So richtig schön im Zweiersprung. Werden wir das dann gleich haben. Mal schauen, was die Konkurrenz jetzt so rausholt. 100,9 Punkte ist, glaube ich, nicht ganz schlecht. Also, wenn man mal Luke 3 nimmt. So, Florian Harrer, der Führende, beginnt. Mit dem sind wir eben allerdings auch so ein bisschen im Sparmodus gesprungen. Aber jetzt schauen wir mal. Also, 447,3 Punkte hat er. Der war sehr gut, der war vor allem über die blaue Linie, das könnte die Führung sein. 111,5, 103,2 Punkte, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, sauberer Sprung. Gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Aber das war doch schon sehr ordentlich. So, Björn Einar Humören schafft es auch nicht vorbeizukommen. Also momentan die Führung für Florian Harrer. Jetzt kommt Noah Schaar. Noah Schaar momentan mit 432,3 Punkten auf Platz 2.
Also, da muss er seinen zweiten Platz verteidigen. 3 Punkte auf den drittplatzierten Vorsprung. Das ist nicht besonders viel. Ja, der war nicht ganz so gut, aber auch man sieht auch wieder, der Ball ist nicht zentral. Also die Absprungkraft wird da nicht richtig an den Tisch gesetzt und schon springt man auch etwas kürzer. 98,1 Punkte. Ist zwar vorne mit dabei, aber es reicht nicht, um ganz nach vorne zu kommen. Also Platz 4 momentan für Noah Schaar. Da werden sicherlich einige besser sein. Markus Holzer setzt sich jetzt an die Spitze. Jetzt kommt James Soilier. Momentan auf Platz 3 mit 429,1 Punkten. Also wie gesagt, das sind genau 3,2 Punkte hinter Schaar. Der hat eben 98 Punkte gemacht. Da können wir jetzt also schon mal schauen. Gibt es da schon mal eine Verschiebung auf Platz 2? James Soilier ja Pech gehabt im ersten Springen, weil er dort als einziger bislang gestürzt ist. Boah, der Aieiei. Nee, der war vom Schanzentisch verdreht. Das wird sogar eher nach hinten gehen, als dass er Punkte gut gemacht hat. 96,8. Verdammt, der war echt nicht gut vom Schanzentisch weg. Aber man, wie gesagt, die Leute, die das Spiel ein bisschen kennen, wissen auch, dass man manchmal vom Schanzentisch einfach komplett verdreht wegkommt. Können es uns gerade nochmal in der Wiederholung anschauen, wenn der Kameramann draufhält. Tatsache, da sieht man es komplett nach links rüber. Die Balance erst wiederfinden und dann verliert man natürlich automatisch auch schon wieder ein paar Meter. Nicht gut. Gar nicht gut. Anton Kaufmann springt kürzer als Florian Harrer, der seinen Vorsprung wahrscheinlich mal wieder vergrößert. Wenn dort nichts ganz Gravierendes mehr passiert, dann wird er sich wahrscheinlich schon hier nach dem dritten Springen fürs Viertelfinale qualifiziert haben. Der sieht sehr gut aus. Jo, der war der Beste von allen und das könnte sogar für ganz vorne reichen. Ah, die Landung, 105,3, aber nur die 19 dreimal. Also was heißt nur, das sind gute Haltungsnoten, aber da wäre noch mehr drin gewesen. 105,3, Tommy mehr. Müsste er damit jetzt, ja, damit kann er vorne angreifen. Wir werden es gleich mal überschlagen. Anton Wildbach, 105,3. Da wechselt jetzt dauernd die Führung. Punktgleich führt. Nee, doch nicht. Da ist dann Adam Morlisch noch vorbeigesprungen. Aber wenn wir jetzt mal schauen, 2 Punkte gut gemacht auf Harrer, das ist nicht so interessant. Aber 7 Punkte auf Noah Schaar. Damit ist er an Noah Schaar vorbei und auch an James Soilier. Also Tommy Mehr hat sich jetzt quasi vom letzten Platz auf den zweiten vorgesprungen. Das ist doch schon mal eine Ansage, aber es gibt natürlich noch 3 Sprünge. Das muss man jetzt erst nochmal beweisen, dass das auch vollkommen zurecht ist. So, wir sehen James Soilier gegen Primož Peterka. Springt er jetzt 203,5 Punkte nochmal strecken, nochmal, jawohl, alles nochmal locker flockig machen. Jetzt geht es wieder im Kampf um den zweiten Platz. Im ersten Durchgang doch einiges verloren. Ich glaube, es waren insgesamt 9 Punkte, die er da verloren hat, nachdem er vorher 3 Punkte Rückstand hatte. Hat er dann jetzt, ich glaube, 6 Punkte Rückstand, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, der war sehr gut, aber ist V ein bisschen spät geöffnet. Ich glaube, da war die V-Stellung im Flug nicht perfekt. Haben wir relativ schnell Höhe verloren nach dem Schanzentisch. 109,3 Punkte ist auch nicht gut. Wir hatten schon über 115 Punkte im Qualifikationsdurchgang. Gerade mal schauen, die V-Stellung im Flug. Naja, 93%. Eigentlich war alles richtig gut. Balance im Flug war auch in Ordnung. Warum ging es da nicht so weit? Für die Führung reicht es. Aber mal schauen. Noah Schaar natürlich wieder mal den Nadal. I love Noah, da sieht man es. Die Fans sind auf jeden Fall da. Wahrscheinlich Familie. Entschuldigung. So, mal schauen. Er hat seinen zweiten Platz eingebüßt gegenüber Tommy Mehr. Jetzt hat er leichten Seitenwind, wie wir eben gerade gesehen haben. Schauen, ob das im Flug jetzt auch so ist. Ja, ging auf jeden Fall besser. Ging besser als eben. 118,5 Meter, 114,3 Punkte. Da verliert James Soilier doch ordentlich am Boden in dem Springen. Hat er sich wieder rangekämpft nach dem Sturz im ersten Springen?
Aber ein sehr sauberer Sprung, sehr ja, leichte Korrekturen. Die Landung war nicht optimal. So, mal schauen, können wir damit noch ein paar Plätze gut machen. Im zweiten Durchgang sind wir ja immer besser. Noah Schaar auf jeden Fall. James Soulier wird jetzt durchgereicht. Noah Schaar auf jeden Fall sicher Siebter. Jetzt kommt Florian Harrer, der sich quasi jetzt auf Sicherheit springen kann. Hat doch einen deutlichen Vorsprung auf die Mitstreiter. Boah. Okay. Ja. Die Landung war aber. Haha. Die war ja super rechtzeitig. Alter Schwede. 114,7 Punkte ist richtig gut. Reicht auch mit 0,1 Punkten. Also ist auf jeden Fall auch ein Lacker, Florian Harrer. So, mal schauen, ob Markus Holzer das schlagen kann. Jawohl. Nochmal 2,2 Punkte besser, was aber gar nicht schlimm ist. Also Florian Harrer setzt sich jetzt auch nochmal ab. Das wird ganz, ganz schwer sein, dort vorbeizukommen. So, dann sehen wir Tommy Mehr, Florian Harrer auf jeden Fall, einer unserer Springer auf jeden Fall auf dem Podest, kann man jetzt schon sagen. Tommy Mehr, mal schauen, ob er Markus Holzer holen kann. Da muss jetzt natürlich ein ähnlich guter Sprung wie im ersten Durchgang her. 115 Punkte müssen es circa werden. 116 wäre natürlich noch besser. Aber wieder sehr, sehr spät die Landung. Auch leicht verwackelt dann. 118 Meter, 115,9. Das müsste für die Führung reichen für Tommy Mehr. Da dank der richtig guten Haltungsnoten. Haltungsnoten kann ich nicht immer so nachvollziehen. Ich fand den jetzt relativ verwackelt bei der Landung. Balance bei der Landung 98,8, okay. Ansonsten war der sehr nice. Da springt er gegen die Kamera. Ja, doch, war okay. Und es reicht für die Führung. Jetzt kommt Adam Morlisch. Mal schauen. Schafft er es, Tommy Mehr zu schlagen? Bestimmt. Er hat auf jeden Fall auch einen großen Vorsprung gehabt, glaube ich. 7 Punkte waren es. Der wird jetzt wahrscheinlich deutlich über die rote Linie springen. Und dann werden wir gleich mal eine kleine Zusammenfassung machen. Alter Schwede, wo springt der denn hin? Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch ein Fake. So, schauen wir mal. Tommy Mehr mit 221 Punkten. Ich überschlage das jetzt einfach gerade mal schnell. Sind 647. Also ich mache da jetzt keine Kommazahlen. Florian Harrer mit 218 Punkten sind 665. Noah Schaar mit 212 sind 600. 44, die er dann jetzt hat, und James Soulier mit 206 Punkten wird es dann jetzt schon relativ schwer, sind 437. Also momentan Harrer mit 18 Punkten Vorsprung auf Tommy Mehr, dann Noah Schaar mit 644, 3 Punkte hinter Platz 2, und Soulier, dann sind es leider schon 10 Punkte. Oh, ist natürlich 637, nicht 437 für James Soulier. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig gesagt habe oder ob ich es mir einfach nur falsch aufgeschrieben habe oder wie auch immer. Ich bin, wie gesagt, ziemlich müde von der Arbeit. Natürlich noch dieselbe Aufnahmesession. Also alles noch drin. Soulier mit 10 Punkten Rückstand, Schaar mit 3 Punkten. Es geht wahrscheinlich zwischen Tommy Mehr und Schaar noch aus. Bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Hier wird es nach wie vor nicht übernommen. 617,7 bei Tommy Mehr. Irgendwie habe ich da mehr Punkte. 218,6, 206,1. Das stimmt aber auch gar nicht, weil er hatte jetzt gar nicht 206,1. Da wird immer irgendwas gemixt. Keine Ahnung, was hier gemixt wird. Aber egal. Ich werde es auf jeden Fall nochmal nachkontrollieren, ob ich auch tatsächlich richtig gerechnet habe. Kann natürlich auch sein, dass ich dann das Endergebnis noch korrigieren muss. Aber es wird auf jeden Fall alles korrekt übernommen werden. Also, wir gehen weiter ins letzte Springen. Wir sehen Oslo. Wir sehen eine schöne Schanze wahrscheinlich gleich mit einem Rekord von 115 Metern. Die Schanzen sind inzwischen ja sogar auch schon ein bisschen umgebaut. Das Spiel ist von 2007, 10 Jahre alt. Und man sieht, es ist auf jeden Fall wunderbar schönes Wetter. Es ist einfach traumhaft schön. Leichter Aufwind sogar. Und wir starten auf Platz 58. Keine Ahnung warum. Wie ihr seht, seht ihr gar nichts. James Soulier kommt. Qualifikationsdurchgang, wie gesagt. Er hat 10 Punkte Rückstand. Aber ist noch alles drin. Gerade natürlich hier im Nebel springen. Boah, ist aber krass. Man sieht echt fast gar nichts.
Alter Vater, wo kann man denn hier hinspringen? 120,5 und da geht noch deutlich mehr. Das war jetzt nur mal zum Abtasten, wie die Bedingungen denn überhaupt sind. Also, große Punktabstände sind hier drin, würde ich jetzt einfach schon mal behaupten. Und da haben wir uns auch deutlich abgesetzt, aber gut, wir sind mit der Nummer 58 gestartet. Da war die Konkurrenz noch nicht besonders gut. So, da bin ich mal gespannt, was hier noch alles drin ist. Alter Schwede, geht's hier weit. 125 Meter, 135,5 Punkte. Da sieht man schon, wie viel man hier gut machen kann mit einem richtig guten Satz. Da bin ich mal gespannt. Und ich bin vor allem gespannt, ob ich das alles richtig zusammengerechnet habe. Bin ich gerade echt am Zweifeln. Aber was soll's. Das wird schon werden. So, Florian Harrer muss noch. Obwohl er einen großen Vorsprung hat, stürzen darf er nicht. Ansonsten kann das natürlich alles auch schnell wieder dahin sein. So, sieht auf jeden Fall gut aus, aber geht, glaube ich, nicht ganz so weit wie die der Konkurrenz. Ich lande mal auf Sicherheit. Ah, er lässt sich feiern, der Mann, er lässt sich feiern. 128,8. Da ist natürlich noch Luft nach oben für den ersten Durchgang. Für die Quali reicht es auf jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter zum guten Tommy Mehr, der sich auf Platz 11 vorgesprungen hat, was, glaube ich, auch gar nicht stimmt. Aber wie gesagt, er hatte eben nicht 206 Punkte. Da rechnet das Spiel Ergebnisse von anderen Springern zusammen. Naja, was soll's. Jo, wir wollen teilnehmen. So, mit der guten Rückennummer 11, mit der Doppel-1 geht er hier vom Donnerbalken. Na, den Absprung habe ich nicht perfekt erwischt, aber ich mag die Schanze. Schöne hohe Flugkurve. Und die Landung im allerletzten Moment gesetzt. Etwas mutig für die Qualifikation. Was war das denn? Hat er sich einfach mal schnell den Arm ausgekugelt zum Jubeln? Was war das denn? Der Tommy, der kann einfach mehr. Ich habe es schon immer gesagt. Noah Schaar, damit auf Platz 2. James Sollier, das war der Testsprung. Und jetzt geht es dann in die Entscheidung rein. Also, so wie ich das momentan ausgerechnet habe, liegt er 10 Punkte hinter Tommy mehr. Also muss er hier jetzt auf jeden Fall mal einen 120-Punkte-Sprung raushauen. So, wir gehen volles Risiko. 116,5, sehr gute Haltungsnoten, 121,7, jawohl. Da hat er die Messlatte bestätigt, die er sich selber auferlegt hat. 121,7, das ist eine Ansage. Wie gesagt, es kann immer auch mal ein Sturz passieren, den ich natürlich dramaturgisch jetzt gleich einfügen werde. Und ich hätte das nicht sagen sollen. Verdammt. Okay, Markus Holzer auf jeden Fall mit 125,7 vorbeigezogen. Jetzt kommt Florian Harrer. Momentan mit 665 Punkten vorne. Also da kann eigentlich nicht mehr viel passieren, außer die Landung stimmt nicht. Nee, der war aber gar nichts. 115,5, 119,4 Punkte nur. Da verliert er schon mal was, aber ja, er verliert nicht genug. Vor allem, es sind jetzt auch keine Welten. Es sind 2 Punkte, die er auf James Sollier verliert und der hat ja 28 Punkte Rückstand. Das wird nichts mehr. So, Christoph Nager halten wir auf jeden Fall hinter uns. Aber jetzt gehen wir in die Entscheidung rein. Tommy Mehr momentan mit 647 auf Platz 2. Wenn es euch nervt, dass ich immer die Zwischenstände sage, dann schreibt das ruhig in die Kommentare. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man es immer mal erwähnt. Ja, der war schon wieder etwas besser. 117 Meter, die Haltungsnoten sind nicht gut genug. Verdammt. Eigentlich die fast identische Punktzahl wie James Sollier gerade. Ja, wie Florian Harrer gerade, Entschuldigung.
So, und jetzt kommt Noah Schaar. Unsere Jungs sind alle sehr, sehr gut vorne mit dabei. Allerdings halt auch sehr eng beieinander. Meer und Solier, wie gesagt, nur 2 Punkte auseinander. Aber das reicht für Solier nicht. Das sind dann immer noch 8 Punkte, die Meer Vorsprung hat. Und jetzt kommt Noah Schaar, liegt nur 3 Punkte hinter Tommy Meer. Also quasi das entscheidende Duell. Wenn er jetzt die 120 Punkte knackt, dann wird es eng für den zweiten Durchgang. Boah. Warum ging der denn jetzt so kurz? Der hat sich eigentlich verdammt gut angefühlt. Der Absprung war gut. Vom Schanzentisch wenig Korrektur. Woran lag das denn? Balance bei der Landung, ja, aber das ist, da war ich ja schon gelandet. Aber woran lag das denn, dass der jetzt nicht so weit ging? Ganz merkwürdige Nummer. Wie gesagt, manchmal verstehe ich es nicht. Es reicht trotzdem für Platz 6. Da ist auch ein deutlicher Abstand nach hinten. Unsere 5 Jungs sind innerhalb von 5 Punkten. Tommy Meer hat damit seinen 2. Platz bestätigt. Hat zwar 2 Punkte auf Solier verloren, aber nochmal 3 Punkte auf Noah Schaar gut gemacht. Bedeutet, sind jetzt 6 Punkte auf Schaar und 8 Punkte auf Solier. Und für den finalen Durchgang bedeutet das eigentlich eine ganz komfortable Ausgangsposition für Tommy Meer. Und jetzt gilt auch schon die Attacke. Also 6 Punkte Rückstand. Da muss jetzt schon ein 130-Punkte-Sprung her. Minimum. Also so 135 hatten wir, glaube ich, im Qualifikationsdurchgang. Der muss jetzt ungefähr kommen, damit noch eine Chance da ist. Oh, verdreht weggekommen. Ich habe das Maximum rausgeholt. 121, 129,8. Das, Alter, was macht der denn immer mit seinem Arm? Das hat die doch früher nicht gemacht, die Jungs. 129, es wird schwierig. Ich glaube nicht, dass das reicht. War ein guter Sprung, war verdreht vom Absprung weg, da sieht man's. Dann Korrekturen mit dem linken Arm. Dann ging's zwar noch weit über die rote Linie, aber das war nicht weit genug. Die Konkurrenz können wir damit natürlich locker schlagen. Die waren aber auch im ersten Durchgang schon deutlich hinter uns. So, Florian Harrer mit einem Sicherheitssprung jetzt wahrscheinlich. Deutlichen Vorsprung. Vor der Konkurrenz wird er sich auch hier ins Viertelfinale wahrscheinlich springen. Der Einzige, der wirklich auch konstant gut vorne dabei war. Oh. Ja, so viel zum Thema konstant gut. Weit war er, aber die Landung, Entschuldigung. 124 Punkte. Der sah echt gut aus. Den wollte ich auch weit ziehen, weil ich gedacht habe, es ist eh nicht mehr so wichtig. Verliert man noch mal ein bisschen was, aber qualifiziert ist Florian Harrer auf jeden Fall für das Viertelfinale. Da sehen wir es auch. 3 Punkte verliert er auf Noah Schaar, der vorher auf Platz 3 positioniert war. Und James Solier ist zu weit weg, als dass er da noch vorbeiziehen könnte. So, jetzt kommt Tommy Meer und muss quasi, ja, so 124 Punkte muss er, glaube ich, holen. Uah, da war richtig Seitenwind drin. 115, 118,5. Was war das denn? Da war richtig Seitenwind. Ja, Balance im Flug 88,9. Oje, das war's für Tommy Meer. Da hat er es noch vergeigt im letzten Moment. Er verliert 8 Punkte auf Noah Schaar insgesamt und hatte 3 Punkte Vorsprung, also 5 Punkte Rückstand in der Gesamtwertung. Alter Schwede. Dann sind Harrer und Schaar dann eben doch noch weitergezogen. Das war spannend, das macht Spaß. Vor allem das Zusammenrechnen macht immer Spaß. Das ist wie Zeitfahren beim Radsportmanager. Das bockt zwar auch nie irgendjemanden außer mir, aber mir macht das Spaß. Also, sehr spannendes Duell. James Solier, 246,1. Er hatte 10 Punkte Rückstand. Der muss jetzt richtig einen rausknödeln. Aber es ist theoretisch drin. Theoretisch ist es vielleicht sogar noch drin. Allerdings muss er dann jetzt die 200, ja,
255 Punkte quasi machen. Schauen wir mal. Wir hauen jetzt hier Schanzenrekord raus. Auch Seitenwind. Aber trotzdem etwas besser wenigstens. Aber auch wieder Seitenwind. Also die Bedingungen haben hier auch eine Rolle gespielt. 126,6 Punkte ordentlich. Aber das reicht leider nicht für James Solier. So, für die Führung reicht es. Dann schauen wir uns jetzt Markus Holzer noch an. Dann kann er vielleicht wenigstens mit einem Sieg hier aus dem Turnier ausscheiden, James Solier. Und dann schauen wir uns noch hier den Sprung an. Jawohl, klang also vom Absprung her schon mal ganz gut. Alter Schwede, wo springt der schon wieder hin? Ja, natürlich. Klar, da wäre ich normalerweise auch hingesprungen, wenn ich nicht so müde von der Arbeit wäre. Da wäre ich normalerweise auch gelandet. Also Markus Holzer gewinnt hier zum Abschluss der Nordic-Tournee. 248 Punkte. Im Endeffekt für James Solier nochmal. Wir können das gerade nochmal alles so ein bisschen schnell im Kopf zusammenrechnen. 248 Punkte sind dann 885 für James Solier. Noah Schah holt 246 Punkte, sind 890. Dann Florian Harrer mit 243, sind 908. Und Tommy Mehr dann halt leider doch noch ausgeschieden mit 238 Punkten. Sind 885 ebenfalls. Also da ist Solier dann sogar noch rangekommen, hat genau die 10 Punkte aufgeholt, die er vorher Rückstand hatte. Damit haben wir dann ein Endbild von Harrer mit 908 Punkten vor Noah Schah mit 890 und dann kommen Mehr und Solier mit 885. Ich werde das gleich nochmal einblenden, weil ich die Kommazahlen jetzt noch nicht mit ausgerechnet habe während der Aufnahme, aber ich werde es gleich nochmal einblenden, so ein kleines Podium. Und damit sind dann auch die ersten zwei leider schon raus, also können wir uns schon mal verabschieden von Tommy Mehr. Dankeschön fürs Mitmachen. Abonnentenaktionen wird es immer mal wieder geben, neuer Radsportmanager, mal schauen, was wir da sonst noch machen. Vielleicht machen wir auch noch ein Abo-Tournament, wenn das jetzt gut ankommt. Müssen wir mal schauen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß dran. Wie gesagt, ich mache diese Hochrechnerei und ich bin natürlich ziemlich unter Druck und möchte mich nochmal entschuldigen, auch bei James Solier gleich im ersten Springen mit dem Sturz. Das hat natürlich im Endeffekt die entscheidenden Punkte gekostet. Das waren 15 Punkte, beziehungsweise waren, glaube ich, 14, 15 Erhaltungsnoten, wenn man mal von 18, 5, 19 ausgeht. Ja, sagen wir mal 12, 13 Punkte. Im Endeffekt wäre James Solier ohne den Sturz weiter gewesen. Noah Schah hatte, glaube ich, auch einmal eine Haferlandung. Florian Harrer hatte eben auch keine besonders gute Landung, war aber vorher einfach schon so extrem gut. Also, es gleicht sich irgendwie immer aus, aber auch irgendwie nicht. Also, wie gesagt, tut mir leid, aber es gehört irgendwie dazu, zu dem ganzen Spiel. Aber mir hat es Spaß gemacht. Bedanke mich, wie gesagt, bei allen, die mitmachen. James Solier und Tommy Mehr verabschiede ich dann quasi in den verdienten Urlaub. Noah Schah und Florian Harrer ziehen in das nächste Viertelfinale ein. Dort werden dann die Gruppen einfach nochmal neu gemischt, damit man nicht immer gegen dieselben springt. Wäre ja auch blöd, wenn jetzt Florian Harrer und Noah Schah direkt wieder gegeneinander springen. Also, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. In der nächsten Folge gibt es dann natürlich auch wieder dieselben Schanzen. Da können wir vielleicht mal schauen, ob wir vielleicht doch ein bisschen Variation reinbringen. Aber dann gibt es auf jeden Fall die nächste Vierergruppe. Ich sage Dankeschön nochmal fürs Schauen, Dankeschön fürs Teilnehmen. Und ich hoffe, so wie der Modus ist und wie ich es moderiere und wie ich eben auch schnell versuche zusammenzurechnen, wie das mit den Punkten aussieht, könnt ihr, wie gesagt, schreiben, ob euch das überfordert, ob es euch nervt oder ob das ein guter Überblick ist, um die Spannung eben so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Und ich würde jetzt sagen, ich verabschiede mich jetzt mal ins Bett, weil ich bin extremst müde. Also nochmal danke fürs Schauen und dann eben bis zum zweiten Achtelfinale, das dann auf jeden Fall die nächsten Tage kommt. Ich weiß nicht, wie es über die Feiertage sein wird. Bin, wie gesagt, ziemlich kaputt und versuche so schnell wie möglich dann eben auch neue Aufnahmen zu machen. Also bis zum nächsten Mal.